So, guten Morgen zusammen. Ich hoffe, jetzt sind wir wieder online. Ich habe jetzt gerade mal meinen Router neu gestartet. Mal sehen, ob das funktioniert. Falls der Stream jetzt nochmal abbrechen sollte, werde ich einfach die Vorlesung weiter durchführen, als ob sie live wäre und werde sie nachher hochladen. Ja, tut mir leid für alle die, die heute Morgen um 8 Uhr hier aufgestanden sind, um diese Vorlesung in die Vorlesung zu kommen, dass das jetzt so ein bisschen hakelig war. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück und es funktioniert, den Rechner veranstaltet. So, wo wir ja gerade unterbrochen wurden, na, ich glaube, wir haben kein Glück, es ist schon wieder rot. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der Livestream heute nicht funktionieren wird, und werde mit der Vorlesung einfach normal weitermachen und sie dann im Anschluss hochladen. Ich kommentiere das kurz im Chat und dann, ja, dann mache ich einfach weiter. So, ich mache jetzt einfach weiter, als ob Sie live dabei wären. Das ist leider nicht der Fall. So, als erstes weitere Planung der Veranstaltung. Wir sind jetzt in der KW20, also hier. Für diese Woche ist der Praxisfall im Modul PP zu beantworten, zu bearbeiten und für diesen Praxisfall auch ein Prozessmodell zu erstellen. Für nächste Woche, das war das, was ich im Chat schon ein Stück weit angekündigt habe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob Sie das beim Upload, werden Sie das wahrscheinlich nicht sehen. Nächste Woche, also das müsste dann der 20. sein, findet keine live gestreamte Vorlesung statt. Stattdessen werde ich Ihnen ein Kapitel aus dem Lehrbuch hochladen ins Ilias, das Sie bitte lesen, und Sie müssen die Fallstudien zu FI und CO bearbeiten. Das sind zwei Fallstudien, die sind aber beide relativ kurz, sodass Sie diese beiden Module sich einfach angeguckt haben. Das ist erstmal die Änderung für nächste Woche, also keinen Livestream der Vorlesung. Stattdessen stelle ich Ihnen was zum Lesen zur Verfügung. Hintergrund ist einfach, auf das FI-Modul sind wir immer schon wieder eingegangen. Da kann ich eigentlich gar keine große, komplette Vorlesung dazu mehr füllen, weil ich Ihnen viele Sachen schon gezeigt habe. Deshalb stelle ich Ihnen das einfach als Dokument zur Verfügung. In der anschließenden Woche steht hier Vorlesung FI und CO. Das werde ich wahrscheinlich auch etwas anpassen. Da werden wir sicher noch mal einen Teil PP machen, Produktionsplanung, weil ich glaube, heute nicht komplett durchkommen wird. Alles das, was ich Ihnen zeigen will, das ist doch mehr, als ich gedacht habe. Und zusätzlich werden wir dann auch noch werde ich noch ein bisschen was zu FI und CO sagen. Also das wird so eine zweigeteilte Vorlesung. Und ab dann sind wir wieder ganz normal in dem normalen Vorlesungsmodus. So, damit gehen wir jetzt zu dem eigentlichen Inhalt von heute. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind wir letztes Mal eigentlich an der Stelle geendet. So, wir hatten uns kurz angeguckt, wie ein Arbeitsplatz aussieht, wie das mit den Kapazitäten im Arbeitsplatz aussieht. Weiter haben wir da allerdings nicht mehr gemacht. Was ich Ihnen jetzt gerne nochmal zeigen wollte, ist der Bereich Terminierung im Arbeitsplatz. Also wir sind immer noch in den Stammdaten des Moduls PP. Im Bereich der Terminierung sind für verschiedene Zeitdauern Formeln hinterlegt. Diese Formeln werden wir später wiederfinden, wenn berechnet wird in einem Fertigungsauftrag, wie lange denn ein Fertigungsauftrag dauert.
Also das ist hier auf der rechten Seite mal dargestellt. Ich versuche das ein bisschen zu zoomen. Ich werde mich jetzt nicht versuchen, live ins System zu gehen, weil wenn das Internet nicht funktioniert, haben wir auch keine Chance, irgendwas im System zu tun. Also Sie sehen hier, dass im Bereich Terminierung zum Arbeitsplatz Formeln hinterlegt sind. Zum Beispiel SAP 001 oder SAP 003. Das sind Formeln, die kommen aus dem Customizing. Also die sind voreingestellt. Hier zum Beispiel ist jetzt mal dargestellt, was hinter dieser Formel SAP 003 liegt. Das ist die Formel, mit der die Dauer der Bearbeitung auf diesem Arbeitsplatz berechnet wird. Wie wird die Dauer einer Bearbeitung berechnet? Das sieht man hier. Das ist die Personalzeit mal die Vorgangsmenge durch die Basismenge durch die Vorgangssplits. Also, das ist genau das, was ich hier auch nochmal als Formel dargestellt habe. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe von voreingestellten Formeln. Es gibt auch Möglichkeiten, Formeln selbst zu hinterlegen und somit kann dann konfiguriert werden, wie lange die Bearbeitung auf einem Arbeitsplatz dauert. Vorgangssplits werden wir gleich noch sehen, was sich dahinter verbirgt. Wenn man jetzt einfach diese Formel mal anguckt, dann kann man die direkt auch testen beim Arbeitsplatz, um mal auszuprobieren, was passiert denn bei der Formel. Und da gibt es so einen Knopf weiter unten. Formel und dann bekomme ich so ein Pop-up, wie das hier auf der rechten Seite dargestellt ist und kann verschiedene Zahlen eingeben. Zum Beispiel eine Vorgangsmenge von 5. 5 Stück sollen gemacht, produziert werden auf diesem Arbeitsplatz. Die Basismenge ist 1. Das Ganze soll in 2 Teillose aufgeteilt werden und man hat eine Rüstzeit von 10 Minuten und eine Personenarbeitszeit von 20 Minuten pro Stück. Na, und wenn ich dann diese Zahlen eingebe und auf diesen Taschenrechnerknopf klicke, dann sieht man das Ergebnis der Formel. Das ist in diesem Pop-up dargestellt und man sieht, dass die Bearbeitungszeit 50 Minuten ist. Wo kommt das her? Das ist einfach das Einsetzen in die Formel, die auf der vorherigen Folie war. Also wir haben 5 Stück mal 20 Minuten durch ein Stück mal 2. Das ist der Vorgangssplit. Da kommen wir zu 100 Minuten durch 2. Dann ist das Ergebnis 50 Minuten Bearbeitungszeit. Das ist jetzt gar nicht so kompliziert, denke ich. Ja, also so kann man aber sich im Arbeitsplatz immer noch mal angucken, welche Berechnung erfolgt denn auf Basis dieser Formel. Für die Kalkulation, auf dem Registerblatt Kalkulation, sieht man die Integration in das Modul CO. Auch da findet man die Formeln wieder. Man findet die Verknüpfung zu einer Kostenstelle, auf der kalkuliert wird. Da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, das hier nur zur Vollständigkeit halber. So, und dann fehlt uns noch das letzte Stammdatum, nämlich der Arbeitsplan. Und der Arbeitsplan ist jetzt ein ganz zentrales Objekt, das eigentlich zusammenbringt die Arbeitsplätze mit einem Material. Also, wie sieht das aus? Was handelt sich denn bei so einem Arbeitsplan? Erstmal ist so ein Arbeitsplan so aufgebaut, dass er genau einen Arbeitsplankopf hat und mindestens eine Folge. Das ist hier gerade dargestellt. So eine Folge besteht aus einer Reihe von Vorgängen. Also der Arbeitsplan beschreibt, wie ein Material hergestellt wird, zu der Herstellung zum Beispiel eines Fahrrads in unserem Beispiel Unternehmen benötige ich verschiedene Schritte und das sind die Vorgänge. So ein Arbeitsplan kann verschiedene Folgen beinhalten. Eine davon ist immer so die als Stammfolge, die Hauptfolge sozusagen. So, wenn man jetzt diesen Arbeitsplan mal anguckt, das ist eine Übung, da will ich nicht hin, dann sieht ein Arbeitsplan folgendermaßen aus. Auch hier mache ich das heute jetzt ausnahmsweise mal auf Folienebene und gehe nicht ins System. Wir sehen jetzt hier den Arbeitsplan zu einem Material. Das ist das Material DXTR 1000 und das bezieht sich auf ein bestimmtes Werk. Also das ist das Deluxe Touring Bike. An der Stelle sieht man hier, das Werk ist Dallas. So. Was sieht man? Man sieht jetzt, dass dieser Arbeitsplan aus verschiedenen Vorgängen besteht. Man sieht, an welchem Arbeitsplatz diese Vorgänge erfolgen. Und man sieht die
verschiedenen Zeiteinheiten, die jetzt für diesen Arbeitsschritt in dem Arbeitsplan hinterlegt sind. Also zum Beispiel Materialbereitstellung, das Staging, bezieht sich immer auf eine Basismengeneinheit von 15, also für 15 Stück, für 15 Fahrräder dieses Typs herzustellen, braucht man eine Personalarbeitszeit von 10. Das heißt, wenn Sie wieder an unsere Berechnungsformel denken von gerade eben, wenn Sie jetzt 30 Fahrräder produzieren wollen und das eine Person macht, dann wird dieser Schritt Materialbereitstellung, Materialstaging 20 Minuten dauern, weil 30 Stück, Basismengeneinheit ist 15, also das brauchen wir zweimal und zweimal die Personenarbeitszeit von 10 sind eben die 20 Minuten. Sie sehen, dass eine eigentliche Rüstzeit hier nicht vergeben ist. So, und so ist das jetzt eben für jeden dieser Schritte hier aufgebaut. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt anguckt, das Testen des Bikes, das basiert auf einem anderen Arbeitsplatz, nämlich dem Arbeitsplatz Inspection 1000, dann ist da eine bestimmte Rüstzeit und auch wieder eine bestimmte Personenarbeitszeit hinterlegt. Genau. Wie immer in dem SAP-System ist das wieder so eine Kopfpositionsansicht. Also wir haben hier den Kopf oder ja, die Übersicht sozusagen über die einzelnen Vorgänge. Wenn wir uns jetzt einen dieser Vorgänge im Detail angucken, dann sieht das eben so aus. Das ist jetzt genau der Vorgang 10 aus der vorherigen Liste. Und man sieht jetzt hier auch nochmal ein Detaildaten. Ja, das ist alles oder vieles davon haben Sie auf der Tabellenansicht auch schon gesehen. Da gibt es zum Beispiel Rüstzeit, Maschinenzeit und Personenzeit. Aber es gibt noch eine ganze lange Liste von Bereichen, auf die man gucken kann, wenn man hier weiter nach unten scrollt. Zum Beispiel auch den Bereich Splittung. So, um was geht es in dem Bereich Splittung? Darauf gehen wir nochmal ganz kurz ein. In dem Bereich Splittung ist angegeben, ob diese Bearbeitung an dem Arbeitsplatz optional in Teillose aufgeteilt werden kann. Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir uns die Terminierung von einem Fertigungsauftrag anschauen, für was diese Splittung verwendet wird. Aber an der Stelle, was Sie sich jetzt hier merken können, schon mal, ich habe die Möglichkeit in einem Arbeitsplan für einen bestimmten Schritt eine Splittung zu hinterlegen. Das heißt, optional kann dieser Schritt auf mehrere Teillose verteilt werden. Und wenn ich einen Bearbeitungsschritt auf Teillose verteile, dann heißt das, ich parallelisiere ihn. Wenn ich eben 100 Stück produzieren will und ich habe 5 gleichartige Arbeitsplätze zur Verfügung, dann kann ich entweder die 100 Stück an einem Arbeitsplatz produzieren oder jeweils 20 an 5 Arbeitsplätzen. Die Gesamtzeit, die ich brauche zum Produzieren, ist wahrscheinlich gleich für die reine Produktion, aber die Durchlaufzeit, dadurch, dass ich parallelisiere, kann ich vielleicht auf ein Fünftel reduzieren. Genau. Und was in dem Arbeitsplan außerdem noch enthalten ist, ist die Zuordnung der Komponenten zu einzelnen Arbeitsschritten. Das haben Sie im Praktikum auch gemacht. Sie haben sich den Arbeitsplatz genommen und haben die Komponenten aus der Stückliste den einzelnen Arbeitsschritten zugeordnet. Auch das war wieder in so einer tabellarischen Ansicht, wie das hier zu sehen ist. Das war das falsche Tool. Ich wollte das eigentlich mal so markieren. Ja, und was das dann schlussendlich heißt, habe ich nochmal versucht, in dieser Übersichtsgrafik darzustellen. Wir haben für die Produktion 3 Stammdatenobjekte, die sehr eng zusammenspielen. Wir haben zum einen das Material. Wir haben da eine Stückliste. Diese Stückliste bezieht sich immer auf ein Material in einem Werk. Und diese Stückliste besteht eben jetzt aus verschiedenen Positionen. Ja, bei unserem Fahrrad, wenn Sie sich erinnern, zum Beispiel aus den Schaltungskomponenten, dem Laufrad, den Bremsen und so weiter. Der zweite Teil ist der Arbeitsplan. Auch der Arbeitsplan bezieht sich immer auf ein Material in einem Werk. Und der Arbeitsplan enthält mindestens eine Folge von Vorgängen, die eben beschreibt, in welchen
Schritten, in welcher Reihenfolge bestimmte Produktionsschritte durchgeführt werden, um dieses Material herzustellen. Und der Arbeitsplan und die Stückliste stehen nochmal in Verbindung, weil eben, und das ist versucht durch diese gestrichelten Linien darzustellen, bestimmten Vorgängen im Arbeitsplan Komponenten aus der Stückliste zugeordnet sind. Also das heißt, in diesem Vorgang Nummer 30 werden die Positionen 30 und 40 aus der Stückliste benötigt. Ja, und das ist dann quasi die Art und Weise, wie diese drei Stammdatenobjekte zusammenspielen, das Material, der Arbeitsplan und die Stückliste. So. Und damit sind wir jetzt einmal durch den Block Stammdaten durch und kommen jetzt zu den Bewegungsdaten. Bewegungsdaten mache ich relativ kurz. Nur einen kurzen Überblick. Vieles davon haben wir schon gesehen und ich werde dann aber direkt in so, was ist jetzt passiert? Ach, jetzt habe ich mich hier verklickt, Entschuldigung. Und werde dann aber direkt in einen Teilprozess oder in einen Teilbereich, nämlich die Terminierung bei den Fertigungsaufträgen einsteigen. Was gibt es an Bewegungsdaten? Das sind, mit denen wir hier zu tun haben im Bereich Produktionsplanung, das sind die Bedarfe, Planaufträge und Fertigung. Bevor wir uns das jetzt angucken, nochmal einen Schritt zurück. Welchen Prozess führen wir eigentlich durch? Das ist ein zweigeteilter Prozess. Wir haben zuerst die Planung und haben danach die Fertigungssteuerung. Im Planungsprozess, den Global Bike durchführt, den habe ich Ihnen hier nochmal dargestellt. Der besteht eben daraus, dass zuerst Stammdaten gepflegt werden, dass dann eine Absatz- und Produktionsgrobplanung angelegt wird, dann erfolgt die Übergabe zur Programmplanung und dann die Bedarfsplanung. Bedarfsplanung werden wir uns später noch im Detail angucken. An der Stelle jetzt nochmal der Hinweis, durch die Bedarfsplanung werden aus den Primärbedarfen, Primärbedarf ist das, was ich hier erzeugt habe, Sekundär- und Tertiärbedarfe erzeugt. Wie Bedarfe aussehen, das haben wir schon gesehen, mehrfach. Sie haben schon mehrfach in den verschiedenen Praktikas diese Bedarfs- und Bestandsliste MD04 geöffnet und die war ja immer so aufgebaut, dass man dafür ein bestimmtes Material in einem Werk eben gesehen hat, welche Bedarfe existieren. Zum Beispiel ist das jetzt hier an dem Beispiel des Materials DXT1000 gezeigt, dass hier jetzt Bedarfe aus der Vertriebsplanung existieren. Ja, dieses Dispo-Element gibt immer an, wo kommt dieser Bedarf her? Genau. Das habe ich Ihnen alles schon erklärt. Das ist eigentlich nur nochmal die Wiederholung von dem, was wir schon gemacht haben. An der Stelle sehen Sie, dass hier jetzt bestimmte Bedarfstermine sind. Was wir hier sehen, ist ein Primärbedarf. Ja, das ist der Primärbedarf für das Material DXTR 1000. Wenn wir jetzt eine Materialbedarfsplanung durchgeführt haben, würden wir auch erkennen, dass zum Beispiel für unsere Rohstoffe, zum Beispiel dieses Material, in diesem Fall BRKT 1000 für die Bremsanlage, Sekundärbedarfe erzeugt wurden. Ja, also zum Beispiel, wenn ich aus einem Primärbedarf für das Material von 200 Stück für das Material DXTR 1000 zu einem bestimmten Datum. Zum 1.4. führt dazu, dass durch die Materialbedarfsplanung Bedarfe von Sekundärbedarfe erzeugt werden für Rohstoffe, zum Beispiel unsere Bremsanlage. Weil jedes Fahrrad eine Bremsanlage benötigt, wird ein Sekundärbedarf von 200 Stück für die Bremsanlage erzeugt. So, wenn man sich das jetzt in der Bedarfsbestandsliste anschaut, wird man feststellen, dass der Bedarf, der Sekundärbedarf, zu einem anderen Datum existiert.
Also wir hatten den Primärbedarf zum 1.4., der Sekundärbedarf ist jetzt zum 28.3. Wieso ist der Primärbedarf zu einem anderen Datum? Ganz klar, die Produktion von unserem Fahrrad benötigt ja Zeit. Deshalb muss der Sekundärbedarf verfügbar sein vor dem Verfügbarkeitsdatum, das ich für das Material habe, das ich produzieren will, weil die Produktion ja noch durchgeführt werden muss. So, also diese notwendigen Roh- und Halbfertigerzeugnisse müssen also vorher im Werk verfügbar sein. Die Frage ist, wo kommt jetzt dieser 28.3. her? An der Stelle, wenn Bedarfe geplant werden, erfolgt jetzt keine wirkliche Feinterminierung der Produktion, sondern das wird auf Basis von Informationen aus dem Materialstamm berechnet. Nämlich in dem Materialstamm gibt es die Information darüber, wie lange die Wiederbeschaffungszeit für ein Material ist. Und die wird an der Stelle genau verwendet. So. Das zeige ich Ihnen hoffentlich gleich nochmal im System. Und damit gehen wir jetzt auf diesen Schritt. Und das war erstmal die Sicht auf die Planung. Jetzt gucken wir uns die eigentliche Fertigungssteuerung an. Im Bereich der eigentlichen Fertigungssteuerung wird die ganze Zeit mit dem Fertigungsauftrag gearbeitet. Also, Sie haben auch im Praktikum gesehen, Sie haben einen Planauftrag, einen Fertigungsauftrag überführt. Danach wurde der Fertigungsauftrag freigegeben. Und dann wurde mit dem Fertigungsauftrag die Produktion gesteuert. Der Fertigungsauftrag hat zwei Aufgaben. Die eine ist, glaube ich, klar, das ist die Fertigungssteuerung. Die zweite ist die Erfassung der Fertigungskosten. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal im Detail oder zumindest in einer Übersichtsfolie. So, was passiert, wenn ein Fertigungsauftrag angelegt wird? In dem Moment, wo Sie einen Fertigungsauftrag anlegen, werden sowohl die Vorgangsdaten aus dem Arbeitsplan als auch die Materialien aus der Stückliste in den Fertigungsauftrag kopiert. So, also das ist anders, als Sie das vielleicht erwarten würden. Der Fertigungsauftrag verweist nicht auf eine aktuelle Stückliste und aktuellen Arbeitsplan, sondern der hat eine eigene Kopie davon. Warum wird das gemacht? Dadurch wird gewährleistet, dass der Fertigungsauftrag immer die zum Zeitpunkt des Anlegens gültigen Stammdaten verwendet. Ja, also Sie könnten ja eine Stückliste ändern oder Sie könnten den Arbeitsplan ändern. Durch dieses Kopieren der Daten in den Arbeitsplan, in den Fertigungsauftrag ist eben sichergestellt, dass der Fertigungsauftrag immer die aktuellen gültigen Informationen enthält. Das ist relativ ungewöhnlich. Das passiert an wenigen Stellen in einem SAP-System, dass Daten wirklich kopiert werden. Normalerweise versucht man das zu vermeiden, um eine Doppelung zu vermeiden und quasi immer auf aktuelle Daten zugreifen zu können. An der Stelle ist das ganz bewusst so, dass diese Informationen kopiert werden. Also, wie sieht so ein Fertigungsauftrag aus? Das haben Sie mittlerweile schon gesehen. Ja, der hat irgendwie einen Kopf und hat wieder eine Übersicht und eine Reihe von Tabs in dieser Übersicht. Ich versuche jetzt mal, ob mittlerweile mein Internet wieder funktioniert und gehe in den Fertigungsauftrag. Das ist natürlich totaler Mist. Ich scheine immer noch keine Internetverbindung zu haben. Von daher muss ich Ihnen das jetzt leider auf der Folienebene erklären. Ich hätte Ihnen das gerne direkt im System gezeigt, das funktioniert. Leider aktuell nicht. Können sich bei Vodafone bedanken. Ja, also dann machen wir das doch auf der Folienebene. Jetzt muss ich improvisieren. Das wollte ich Ihnen eigentlich direkt im System zeigen. Und da könnte ich Ihnen eine ganze Reihe von Dingen erklären. Ich versuche das jetzt, dass ich das auf der Folienebene hinkriege. So, also was sehen Sie hier? Wir sehen hier einen Fertigungsauftrag.
Zum einen hat er irgendwie so eine komische Nummer mit einem Prozent und dann 0000001. Das ist ein Fertigungsauftrag, der gerade angelegt wurde. Der ist noch nicht gespeichert, der hat damit keine finale Nummer. Es geht hier um 200 Stück von einem bestimmten Material. Man sieht hier, der Fertigungsauftrag hat auch permanent eine Reihe von Status. Die sind jetzt hier frei, ABRV und MABS. Was dahinter steckt, findet man durch ein Klicken auf diesen Infoknopf. Ansonsten enthält der Fertigungsauftrag insbesondere eine Reihe von Terminen und eine Art und Weise, wie terminiert wird. Also dieser Fertigungsauftrag wird rückwärts terminiert. Das ist eine Einstellung im Customizing, wie Fertigungsaufträge terminiert werden. Und man sieht jetzt hier in diesem Block Termine, dass eine ganze Reihe von Terminen berechnet werden. Es gibt Ecktermine und es gibt, ja, das ist ein bisschen schwierig zu lesen, es gibt einen Eckendtermin, einen terminierten Endtermin, einen Eckstarttermin und einen terminierten Endstarttermin. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Um was sich bei diesen Terminen handelt. Ansonsten enthält der Fertigungsauftrag, wie gerade schon erwähnt, eine Kopie der Komponenten und der Vorgänge aus dem Arbeitsplan bzw. der Stückliste. Das ist hier grafisch dargestellt. In die beiden Bereiche kommt man über diese Icons hier oben. Das ist die Vorgangsübersicht. Diese Icon hier ist die Komponentenübersicht. Ja, und Sie sehen jetzt hier auch bei unserem Material DXTR 1000 sind hier eben die Komponenten der Stückliste kopiert. Aber was direkt schon erfolgt ist, die Bedarfsmenge ist berechnet. Also, wir wollen 200 von diesen Fahrrädern produzieren, deshalb brauchen wir 200 mal eine Kette oder 400 mal so ein Laufrad. In der Vorgangsübersicht sehen Sie schon, dass auch eine Terminierung erfolgt ist, dass nämlich jetzt genau festgelegt ist, wann der Vorgang, zum Beispiel 60, an welchem Datum, um welche Uhrzeit der starten soll. Und was dabei passiert bei dieser Terminierung, das gucken wir uns jetzt im Detail nochmal an. So. Wie erfolgt die Terminierung? Sobald ein Fertigungsauftrag angelegt wird, führt das SAP-System eine Terminierung durch. Das passiert außerdem, wenn der Fertigungsauftrag manuell irgendwie geändert wird, dann kann man eine Terminierung neu ausführen. Und es wird im Rahmen der Terminierung Start- und Endtermine für den Auftrag und für alle Positionen, also für alle Vorgänge in diesem Auftrag berechnet. So, gucken wir uns das nochmal an. Also, jetzt erstmal auf einer Folienebene. Wenn Sie sich so einen Fertigungsauftrag angucken, haben wir gerade gesehen, in diesem Bereich Terminierung gibt es ein Eckend, ein Eckstart, einen terminierten End- und einen terminierten Starttermin. Um was handelt es sich dabei? Ich zoome jetzt nochmal auf dieses Bildchen hier. Das habe ich hier grafisch dargestellt. Das Material, das hergestellt wird, muss zu einem bestimmten Datum verfügbar sein. Das ist das Verfügbarkeitsdatum hier ganz hinten. Und ausgehend von dem Verfügbarkeitsdatum wird jetzt wieder rückwärts terminiert, um verschiedene andere Daten zu berechnen. So, das erste Datum, das berechnet wird, ist der Eckendtermin. Der Eckendtermin ergibt sich aus dem Verfügbarkeitsdatum minus der Wareneingangszeit. Also, wenn ein Material zum 1.4. verfügbar sein soll, ich habe aber eine Bearbeitungszeit von 2 Tagen, die ich brauche, um nach der Produktion die Waren ins Lager zu bringen, eine Wareneingangszeit von 2 Tagen, dann muss der Produktionsauftrag ja 2 Tage vorher, das wäre der 30.3., beendet sein, damit er am 1.4. verfügbar ist. Also vom Verfügbarkeitsdatum wird die Wareneingangszeit subtrahiert, damit komme ich zum Eckendtermin. So, jetzt reden wir hier von Produktion. Im Bereich Produktion kann immer was schiefgehen, eine Maschine geht kaputt, ich kann nicht mit der vollen Geschwindigkeit fahren, weil irgendein Bauteil vielleicht Verschleißerscheinungen hat.
um damit umzugehen, kann ich eine Sicherheitszeit im System customizen. Also ich kann sagen, ich will mit jedem Fertigungsauftrag mir eine Sicherheitszeit von zum Beispiel einem Tag genehmigen oder eine Stunde. Das hängt von den Produktionsgegebenheiten ab. Ja? Und somit komme ich von dem Eckendtermin zum eigentlichen terminierten Ende, indem ich vom Eckendtermin die Sicherheitszeit subtrahiere. Von dem Eckendtermin komme ich dann vom terminierten Ende komme ich zum terminierten Start, das ist dieser hier, in dem die verschiedenen Vorgänge hintereinander terminiert werden und ich die komplette Vorgangsdauer subtrahiere. Und dann kann ich mir nochmal eine Vorgriffszeit, also quasi nochmal einen Puffer zum Start, customizen und damit kommt ich von dem terminierten Ende zum End-Eckstarttermin. So. Ja. Also, wenn wir in der Übersicht vom Verfügbarkeitsdatum minus Wareneingangszeit sind wir beim Eckende, Sicherheitszeit sind wir beim terminierten Ende, die Durchlaufzeit nennt sich das, Dauer aller Vorgänge, dann sind wir beim terminierten Start und damit darf man die Vorgriffszeit subtrahieren, da sind wir beim Eckstarttermin. Das haben wir jetzt hier auch nochmal in einem Beispiel aufgebaut und das ist genau das Beispiel aus den Folien, die ich Ihnen zuvor gezeigt habe. Wir sehen jetzt hier so einen Ausschnitt aus einem Fertigungsauftrag. Mit den Zahlen sind die verschiedenen Termine dargestellt, also die 4 ist der Eckendtermin, die 3 ist der terminierte Endtermin, 1 ist Eckstarttermin und 2 ist terminierte Starttermin. Und wie zu diesen Terminen kommt, sehen Sie hier in dieser Tabelle, nämlich in unserem System ist eine Wareneingangszeit von 0 Tagen gecustomized. Damit fällt das Verfügbarkeitsdatum und der Eckendtermin auf die gleiche Zeit. Wenn Sie jetzt aufgepasst haben, dann sehen Sie, dass ich hier berechnet habe, der 1.4.2019 und hier aber der 30.3.2019 steht. Das ist das Eckend. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Hier ist das. Hier ist der Eckendtermin, ne? Das ist genau der Termin, den Sie hier sehen. Das ist dieser hier. Davon wird eine Sicherheitszeit von einem Tag subtrahiert. Mit einer Sicherheitszeit von einem Tag, vom 1.4. Der März hat 31 Tage, wird man beim 31.3. Beginn der Arbeitszeit landen. Das System macht daraus dann den 30.3. Ende der Arbeitszeit. Also unsere Schicht endet um 17 Uhr. Da muss das terminierte Ende des Fertigungsauftrags sein. Das sehen Sie jetzt hier. Die Produktionsdauer unseres Fertigungsauftrags ist 4 Tage, 1 Stunde und 33 Minuten. Wenn Sie das vom 30.03. 17 Uhr abziehen, landen Sie beim 26.03. um 15.27 Uhr. Außerdem gibt es eine Vorgriffszeit von einem Tag und damit landen wir beim 25.03. als terminierten Start. Ja, und so werden diese 4 Zeiten auf der Ebene des Fertigungsauftrags berechnet. Was uns jetzt noch fehlt in unserer Betrachtung ist, wie kommt es denn eigentlich hierzu? Wie werden die Dauer der Vorgänge berechnet? Weil die brauche ich ja zur Terminierung. Um vom terminierten Ende zum terminierten Start zu kommen, muss ich die Durchlaufdauer durch meinen Arbeitsplan kennen. Und das ist versucht, mir dieser Lupe anzudeuten. Das haben wir jetzt auch im Detail. Auch bei der Terminierung der Vorgänge läuft das wieder sehr ähnlich wie das, was wir schon kennen. Es gibt verschiedene Termine, die da eine Rolle spielen und verschiedene Zeiten. Das ist jetzt hier einmal dargestellt. In so einem Vorgang gibt es immer einen frühesten und einen spätesten Starttermin und einen spätesten und einen frühesten Endtermin. Und es gibt eine Reihe von Zeiten, von Zeitdauern, die da eine Rolle spielen. Also, es gibt einen frühesten Starttermin. Es gibt außerdem eine optionale Wartezeit, um Störungen zwischen Vorgängen abzufangen. Also können Sie nur so eine Pufferung einbauen. Ja? Also das heißt, vom frühesten Starttermin kommt man zum spätesten Starttermin durch Hinzufügen der Wartezeit. Das eigentliche Produzieren, die eigentliche Produktion, besteht aus Rüsten und Bearbeiten.
Na, ich muss vielleicht rüsten, ich muss meine Maschine gegebenenfalls umbauen und dann die eigentliche Bearbeitungszeit, die eigentliche Durchführung der Produktionsschritte. Damit bin ich beim frühesten Endtempo. Dann gibt es noch zwei Zeiten, die on top kommen, das ist Abrüsten und Liegen. Vielleicht muss ich nach der Produktion wieder irgendwie abrüsten, also ich muss die Maschine wieder in den Ursprungszustand versetzen. Und gegebenenfalls gibt es noch eine Liegezeit. Vielleicht muss ich eine Abkühlung, Abkühlzeit nach einem Schmiedevorgang einplanen. Ja, und somit kommt man dann von dem frühesten Endtermin zum spätesten Endtermin. Und es gibt da noch eine Transportzeit, die on top kommt. Das ist die Zeit, die ich vielleicht brauche, um von einem Produktionsschritt zum nächsten zu kommen. Also, das sind die Termine, die die Grundlage der Terminierung bilden. Und das Ganze erfolgt wie immer eigentlich in dem, was wir bis jetzt gesehen haben, wieder durch eine Rückwärtsterminierung. Also, ausgehend vom frühesten Starttermin des nachfolgenden Auftrags oder des nachfolgenden Vorgangs, wird erstmal durch Subtraktion der späteste Endtermin berechnet. Dann werden die beiden Zeiten subtrahiert, dann bin ich beim frühesten Endtermin und so weiter, immer nach vorne, bis ich schlussendlich beim frühesten Starttermin bin. Ja, und das sieht man jetzt auch, wenn man sich das in einem Fertigungsauftrag einen Vorgang anschaut. Das ist jetzt in dem Fertigungsauftrag, den ich als Beispiel verwendet habe, den Vorgang 10. Da sehen Sie genau diese verschiedenen Daten, die berechnet werden. Es gibt immer die früheste und die späteste Lage. Und in unserem System, in unserem Beispiel, Unternehmen sind ganz viele Zeiten auf Null, also Transport, Liegen und Abrüsten sind Null. Daraus folgt, das werden Sie sehen, dass der früheste Endtermin und der späteste Endtermin das gleiche Datum sind. Genauso ist die Wartezeit 0. Damit ist der früheste und der späteste Starttermin gleich. Und auch in diesem Vorgang ist die Zeit für das Rüsten gleich 0. Somit entspricht die Vorgangsdauer in unserem Beispiel einfach der Bearbeitungsdauer. Ja, und das sehen Sie auch hier. Also quasi das Ende ist hier. Das ist der Starttermin und Sie sehen, hier sind die alle Dauern auf 0. Nur die Dauer der Bearbeitung ist 44,5 Minuten. Wie kommen wir zu diesen 44,5 Minuten? Wenn man sich den Fertigungsauftrag anguckt, das ist ja der Fertigungsauftrag, den ich die ganze Zeit als Beispiel verwende, da geht es um 200 Stück. Hier sollen 200 Stück von einem Material produziert werden. Und wahrscheinlich haben Sie das nicht mehr geläufig, aber die Arbeitszeit für diese Materialbereitstellung, dieses Material-Staging, war für 15 Stück 10 Minuten. Das heißt, wenn wir jetzt diese Bearbeitungsdauer berechnen, dann haben wir 200 Stück mal 10 Minuten durch 15 Stück, da kommen wir irgendwie auf ungefähr 133 Minuten. Und offensichtlich sind 133 Minuten nicht gleich 44,5 Minuten. Also, wo kommen jetzt diese 44,5 Minuten her? Und das ist der Punkt, wo diese Informationen über mögliche Splittungen eine Rolle spielen. Im Arbeitsplan konnten wir hinterlegen, beim Arbeitsplatz konnten wir hinterlegen, dass eine Splittung durchgeführt werden kann. Und wann wird so eine Splittung durchgeführt? Die wird nicht zwangsläufig immer durchgeführt. Es wird zuerst mal versucht, einen Vorgang, einen Fertigungsauftrag zur Terminierung ohne Splittung. Ja, also man terminiert einfach auf einem Arbeitsplatz. Gegebenenfalls führt das aber dazu, dass man feststellt, dass durch die Terminierung die vorgegebenen Eckend- und Ecktermine nicht eingehalten werden können. Und wenn das dieser Fall ist, dann wird versucht, die Durchlaufzeit zu reduzieren. Und wie wird das gemacht? Da gibt es verschiedene Strategien, die man hinterlegen kann. Eine mögliche Strategie ist
Aufteilung in Teillose, also eine Splittung. Das heißt, wenn ich einen Fertigungsauftrag habe, der wird fein terminiert und ich stelle fest, der passt nicht in das Zeitfenster, das ich eigentlich aus meiner Grobplanung bekommen habe, dann versucht das System durch Reduktion der Durchlaufzeiten, zum Beispiel durch eine Splittung, die Gesamtfertigungszeit, die ich brauche für den Auftrag, zu reduzieren. Und was dann da passiert, ist zum Beispiel eben so eine Aufteilung auf Teillose. Es gibt verschiedenste Terminierungsparameter, das ist wieder Teil aus dem Customizing, kann ich Ihnen leider nicht zeigen, da kommen Sie auch mit Ihren Usern nicht dran. Von daher ist das hier nur als Information auf der Folie, wo im Customizing das hinterlegt ist, welche Funktionen zur Reduzierung der Durchlaufzeit verwendet werden. So. Und wenn man das weiß, dann kann man sich im Vorgang den Reiter Splittung angucken. Also wir sind jetzt im Fertigungsauftrag im Vorgang. Das ist Fertigungsauftrag im Vorgang 10 und da der Reiter Splittung. Und dort gibt es dann Informationen darüber zu sagen, das sind zwei Felder, nämlich die maximale Anzahl der Splittungen. Das ist das, was aus dem Arbeitsplan kommt. Und die tatsächliche Anzahl der Splittungen. Das ist das, was durch das ERP-System mit dem Versuch der Durchlaufzeitreduzierung verwendet wird. Hier sieht man, das ist gleich. Das muss aber nicht zwangsläufig gleich sein. So, und mit dem Wissen können wir jetzt auch berechnen, wo diese 44,5 Minuten herkommen. Die ergeben sich nämlich aus unserer Berechnung von vorhin. Das waren 133 und da das aufgeteilt ist auf drei Teillose durch drei. Und somit sind wir jetzt bei diesen 44,5 Minuten, die hier im Fertigungsauftrag für diesen Schritt 10 als Zeit hinterlegt sind. Genau. Ja. In dem Moment, wo Sie, also so viel erstmal zur Terminierung, noch zwei Hinweise ganz kurz zum Fertigungsauftrag. In dem Moment, wo Sie einen Fertigungsauftrag freigeben, erfolgt eine Verfügbarkeitsprüfung. Verfügbarkeitsprüfung erfolgt, wie Sie das kennen, gegen ATP-Mengen. Das haben Sie vielleicht auch festgestellt im Rahmen vom Praktikum. Wenn Sie nicht ganz sauber Waren, Rohstoffe sich in Ihr Lager gebucht haben, haben Sie vielleicht diese Fehlermeldung bekommen, zu sagen, es fehlen Teile, um den Fertigungsauftrag freizugeben. So, das war diese Sicht und ja, das nur zur Information. Ein Fertigungsauftrag muss freigegeben sein, damit ich damit weiterarbeiten kann, damit ich eben die nächsten Schritte, die im Prozess kommen, das ist nämlich das Buchen der Warenausgänge, das Buchen von Rückmeldungen und das Buchen von Wareneingängen überhaupt durchführen kann. So. Jetzt sind wir an diesem Punkt, dass wir uns alle Organisations-, Stamm- und Bewegungsdaten einmal angeguckt haben. Und ich würde jetzt im nächsten Schritt nochmal auf verschiedene Teilprozesse eingehen. Und den ersten Teilprozess, den wir uns im Detail nochmal angucken, ist der Teilprozess der Absatz- und Produktionsgrobplanung im Rahmen dieses Produktionsplanungsteilprozesses. Das ist diese Kalkulationstabelle, an die Sie sich vielleicht noch erinnern können. Und da werden wir jetzt im Detail drauf eingehen, was da eigentlich passiert. Diese Kalkulationstabelle hier wird als Planungstableau bezeichnet. Und wenn man die zum ersten Mal öffnet, dann ist die einfach leer. Dann sieht man, es gibt weder eine Absatzplanung noch eine Produktionsplanung zu irgendeinem Material. Wenn Sie die schon mal durchgeführt haben dann und Sie dieses Planungstableau nochmal öffnen, dann enthält das vielleicht schon Werte. Aber bei dem ersten Einstieg ist das so leer, wie es hier dargestellt ist. Ich versuche jetzt noch einmal, man könnte sagen, ich bin nicht lernfähig. Ich versuche noch einmal ins Internet zu kommen, ob ich auf mein SAP-System komme. Das ist nach wie vor nicht der Fall. Also Internet ist tot. Von daher kann ich Ihnen auch das erstmal leider nur auf Folienebene
darstellen. Was ich jetzt machen werde, ich werde Stand heute einmal damit auf der Folienebene mit Ihnen durchgehen. Nächste Woche, wie gesagt, lade ich Ihnen ein Dokument hoch, das Sie lesen sollen. Übernächste Woche gucken wir uns Teile dessen, was ich Ihnen jetzt hier auf Folie nur zeigen kann, trotzdem nochmal gemeinsam im System an, dass das nochmal ein bisschen besser verständlich ist. So, also Planungstableau. Was sehen wir in diesem Planungstableau? Das Planungstableau gibt einem die Möglichkeit, basierend auf verschiedenen Planungsperioden, das können zum Beispiel Monate, Wochen oder Tage sein, Absatz, Produktion und Lagerbestände zu planen. In unserem Beispiel sehen Sie hier, ist die Planung immer auf einer Monatsebene. Und in diese Planung gehen jetzt eben verschiedene Parameter ein und verschiedene Werte werden automatisch geplant. Was möglich ist einzugeben, das sind die Felder, die weiß sind. Sie können zum Beispiel einen Absatz planen oder eine Produktion planen oder eine Zielreichweite planen. Daraus wird dann ein Lagerbestand und eine Reichweite berechnet. So, um was handelt es sich da? Dafür müssen wir uns erstmal ein paar Größen definieren. Also, im Folgenden werden wir als A zum, in der Periode T den geplante Absatzmenge in der Periode bezeichnen. Mit P, einem kleinen Index T, das ist die geplante Produktionsmenge in der Periode. Und L mit einem kleinen T, das ist der Lagerbestand am Ende einer Periode in den entsprechenden Mengeneinheiten. Entsprechende Mengeneinheiten immer deshalb, weil das bei uns in unseren Beispielen immer Stück sind, also immer each. Das muss aber nicht zwangsläufig sein. Das könnten genauso gut Milliliter oder Quadratmeter sein. Und an der Stelle ganz wichtig, der Hinweis, also dieser Lagerbestand LT entspricht dem Lagerbestand am Ende der Periode T. Der Lagerbestand zum Beginn der Periode T ist der Lagerbestand L von T minus 1, also der Lagerbestand am Ende der vorherigen Periode. So, also A von T ist, also A zur Periode T ist die geplante Absatzmenge, P zum Zeitpunkt T ist die geplante Produktionsmenge und L zum Zeitpunkt T ist der Lagerbestand am Ende dieser Periode T. Außerdem gibt es noch die Parameter oder die Werte Ziellagerbestand, Reichweite und Zielreichweite. Der Ziellagerbestand ist ein möglicher Vorgabewert für den Lagerbestand am Ende einer Periode. Die Reichweite ist die berechnete Reichweite mit dem aktuellen Lagerbestand am Ende der Periode und die Zielreichweite ist wieder der Vorgabewert. Ja, warum unterscheiden wir hier Vorgabewerte und Nicht-Vorgabewerte? Vorgabewerte ist das, was Sie bei der Planung zum Beispiel eingeben können, zum Beispiel ein Ziellagerbestand oder eine Zielreichweite. Der eigentliche Lagerbestand, die eigentliche Reichweite ist das, was das System, das ERP-System, berechnet unter den Vorgaben, die Sie gemacht haben. So, und mit den Begriffen können wir uns jetzt erstmal die funktionalen Abhängigkeiten zwischen diesen einzelnen Parametern angucken. Die werden wir nämlich gleich brauchen. Als erstes haben wir gesehen, oder als erstes gucken wir uns an, wie der Lagerbestand vom Absatz und der Produktion abhängt. Also, wie lässt sich der Lagerbestand am Ende einer Periode T berechnen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe den Lagerbestand der Vorperiode, subtrahiere davon den Absatz in meiner aktuellen Periode und addiere dazu die Produktion in meiner aktuellen Periode. Also wenn ich einen Lagerbestand von 100 habe, in der Periode, machen wir das mal hier, angenommen wir haben hier 100, das ist zu dick, 100, ein Absatz von 250 und eine Produktion von 200, dann würde sich Lagerbestand T ergibt sich dann eben aus 100 minus 250
plus 200. Das heißt, der Belagerbestand am Ende der Periode T wäre 50 Stück. Ja, so berechnet man den Lagerbestand am Ende der Periode T aus dem Lagerbestand der Vorperiode plus zusammen mit dem Absatz und der Produktion. Den Begriff der Reichweite haben wir jetzt noch nicht genauer uns angeguckt. Die Reichweite ist der Lagerbestand am Ende einer Periode dividiert durch den durchschnittlichen Absatz. Ja, und also Lagerbestand am Ende einer Periode durch den durchschnittlichen Absatz. Das kann ich auch umstellen. Dann komme ich zu dt durch at mal lt. dt ist in diesem Fall die Periodendauer. Also zum Beispiel 30 Tage im Monat April. So, und dann haben wir noch den Lagerbestand. Lagerbestand haben wir. Als letztes folgt jetzt die Reichweite. Die Reichweite ist das Maximum aus 0 und der jetzt habe ich mich total verhaspelt. Entschuldigung. Das hier ist der durchschnittliche Absatz. Ne? So können wir den durchschnittlichen Absatz berechnen. Das ist nicht die Reichweite. So berechne ich den durchschnittlichen Absatz und nochmal von vorne. So berechne ich die Reichweite. Das Problem ist, dass der Lagerbestand negative Werte annehmen kann. Ja? Es kann passieren, dass Sie mit dem Lagerbestand hier, dass der negativ wird. Natürlich kann die Reichweite nicht negativ werden. Und aus diesem Grund brauchen wir hier noch diesen Maximalterm, um zu sagen, wenn die Reichweite negativ werden soll, dann ist sie eben 0. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal an einem Beispiel, dann wird das, glaube ich, etwas klarer. So. Und das Ganze, normalerweise mache ich das im SAP-System. Jetzt machen wir uns das rein auf Papier- und Folienform. Das Ganze gucken wir uns jetzt an auf Basis des Planungstableaus. Und wir machen das genauso, wie Sie das im Praktikum gemacht haben. Wir gehen von einer Absatzplanung aus. Wir machen eine Absatzgrobplanung. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder eine Prognose durchführen oder ich kann das manuell eingeben. Ich habe das in diesem Fall manuell eingegeben. Ich habe für die verschiedenen Planungsintervalle einfach Werte eingegeben von einem Absatz. Also Februar 2019 140, März 2019 186 und so weiter. So, und das ist jetzt erstmal der Ausgang. Also damit habe ich jetzt der Ausgangspunkt meinen Absatz basierend auf verschiedenen Planungsperioden geplant. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich verschiedene Planungsstrategien anwenden, um aus diesem Absatzplan einen Produktionsgrobplan zu erstellen. Die Planungsstrategien, die wir sehen werden, die sind hier dargestellt. Das ist Absatzsynchron, Nulllagerbestand, Ziellagerbestand und Zielreichweite. Und zu jedem dieser verschiedenen Planungsstrategien mache ich jetzt genau mal ein Beispiel mit Ihnen durch. So. Wenn wir jetzt als erstes einen Absatz eingegeben haben, das gucken wir uns jetzt noch mal ganz kurz an, dann können wir zusätzlich noch festlegen, was der Lagerbestand der Anfangslagerbestand für unsere Planung ist. So, angenommen, wir planen jetzt ein bestimmtes Fahrrad oder in diesem Fall eine Produktgruppe. Wir planen den Absatz hier auf einer Produktgruppe und haben von diesem Material aber noch eine gewisse Menge auf Lager. Dann muss das ja Teil unserer Planung sein. Also man kann in diesem Planungstableau einen Anfangslagerbestand mit eingeben. In unserem Beispiel sollen das jetzt 250 Stück sein. In dem Moment, wo ich so einen Anfangslagerbestand setze, werden schon verschiedene Werte berechnet, nämlich der Lagerbestand und die Reichweite.
So, und wie man zu diesen Werten kommt, das können wir jetzt mittlerweile mit den Folien, die ich Ihnen gezeigt habe, berechnen. Also, wenn wir ausgehen von einem Anfangslagerbestand von 250 Stück, dann berechnet sich der Lagerbestand am Ende der Periode 1 durch den Lagerbestand der Vorperiode minus den Absatz plus die Produktion. Also das ist 250 minus 140. Produktion haben wir noch keine, damit kommen wir zu 110 Stück. Das ist die Zahl, die wir hier sehen. Also das ist quasi, das ist das hier. So, und jetzt können wir uns den nächsten Schritt angucken. In der nächsten Planungsperiode gibt es jetzt einen Absatz von 186 Stück. Wenn wir jetzt den Lagerbestand am Ende der Planungsperiode 2 anberechnen, dann ist das unser Lagerbestand der Vorperiode, also dieses hier, minus 186 Stück. Und damit kommen wir auf minus 76 Stück. Das sind die beiden. Und so wird das jetzt einfach weiter berechnet. Sie sehen hier, sobald der Lagerbestand negativ ist, ist die Zielreichweite 0, ist die Reichweite 0, also haben wir einfach keine Reichweite mehr. An dieser Stelle konnte man noch eine Reichweite berechnen, indem wir eben den Lagerbestand durch den durchschnittlichen Absatz geteilt haben. So, und auch hier jetzt nochmal die Berechnung. Wie komme ich denn zu diesen verschiedenen Reichweiten? Die Reichweite R1, das ist diese hier, berechnet sich eben durch den durchschnittlichen Absatz und das Maximum von 0. Der durchschnittliche Absatz ist 28 durch 150 mal 110, dann kommen Sie auf 22. In dem zweiten Beispiel wird der Lagerbestand negativ, damit greift diese 0 und wir sind hier eben die 0. Und die 0 wird nie dargestellt, sondern ist einfach ein leeres Feld. So wird basierend auf den Werten, die im Planungstableau stehen, immer der Lagerbestand und die Reichweite berechnet. Und jetzt können wir uns damit die erste Planungsstrategie angucken. Die erste Planungsstrategie ist die Planungsstrategie absatzsynchron. Da wird die Zeile der Produktion, also wird die Zeile Produktion einfach berechnet, indem sie den Absatzmengen gleichgesetzt wird. Das sieht man jetzt hier. Unsere Produktion ist immer gleich der Absatzmenge. Ja, und dann sehen Sie hier, durch absatzsynchron wird die Produktionsplanung genau dem Absatz angepasst. Als Ergebnis, was dadurch passiert, ist, dass der Lagerbestand immer gleich dem Lagerbestand dem initialen Lagerbestand bleibt. Ich plane einen Absatz, ich produziere genauso viel, somit hebt sich das gegenseitig auf in der Formel und ich behalte quasi immer meinen Lagerbestand L0 bei am Ende der Periode. Was sich allerdings ändert, sind die Reichweiten. Dadurch, dass Sie hier sehen, wir haben verschiedene Absatzmengen in den verschiedenen Monaten, habe ich natürlich ganz unterschiedliche Reichweiten. Die berechnen sich wieder anhand der Formel, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Nächste Planungsstrategie, die wir uns angucken können, ist Nulllagerbestand. Das Ziel dieser Planungsstrategie ist, am Ende einer Periode einen Nulllagerbestand zu erreichen. Also nur so viel zu produzieren, dass ich am Ende der Planungsperiode den Lagerbestand von 0 habe. Jetzt werde ich verrückt, jetzt ist gerade wieder der Livestream angegangen. Ne? Jetzt hat sich mein Internet erholt. Naja, den werde ich nachher löschen. Ich werde Ihnen die Aufnahme hochladen, nicht den Livestream. So. Jetzt. Das bringt mich heute alles irgendwie aus dem Konzept. Nulllagerbestand. Diese Strategie Nulllagerbestand, die versucht das eben zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass sie das immer schafft, ja, diesen Nulllagerbestand. Das sehen wir hier direkt in der ersten Periode. Wir haben einen initialen Lagerbestand zum Zeitpunkt 0. L0 ist gleich 250 Stück. Wir haben aber nur einen Absatz von 140 Stück. Damit ergibt sich der Lagerbestand am Ende dieser Periode durch zu 110. Also durch diese Planungsstrategie Null Lagerbestand wird ja kein Material, das im
das im Lager verfügbar ist, irgendwie verschrottet. Ja, das heißt, diese Planungsstrategie versucht das zu erreichen, die kann das aber nicht immer schaffen, wenn ich zum Beispiel einen zu hohen Lagerbestand aus einer Vorperiode habe. Man sieht jetzt in den weiteren Perioden, gibt es dann quasi so eine Einschwingphase. In der nächsten Periode habe ich einen Absatz von 168 Stück. Ich habe nur noch 110 auf Lager und damit werden jetzt die notwendige Differenz 76 produziert. Und damit habe ich einen Lagerbestand von 0 und auch meine Reichweite von 0. Und nachdem diese Einschwingen einmal erfolgt ist, dann ist die Produktion parallel zu dem Absatz. Na, auch eine relativ einfache Strategie. Und jetzt kommen die zwei eigentlich spannenden Strategien, die etwas schwieriger sind. Das ist nämlich Ziellagerbestand und Zielreichweite. Um was geht es beim Ziellagerbestand? Bei der Planungsstrategie Ziellagerbestand plane ich meinen Ziellagerbestand. Also, ich füge in meinem Planungstableau eine zusätzliche Zeile ein, nämlich diese hier, Ziellagerbestand. In dem Beispiel habe ich das jetzt geplant als 100, 90, wieder 100, dann 10 und dann 50. Also einfach mal eine gewisse Varianz, dass Sie sehen, was passiert. Und diese Planungsstrategie nimmt sich jetzt die Zielreichweite und berechnet daraus rückwärts die notwendige Produktion. Den Ziellagerbestand und berechnet daraus die notwendige Produktion. Auch hier haben wir wieder den Einfluss von der Vorperiode. Das sehen Sie direkt hier an diesem ersten Beispiel. Wenn ich 250 auf Lager habe und nur 140 absetze, habe ich am Ende der Periode 110 noch auf Lager. Selbst wenn ich hier einen Ziellagerbestand von 100 eingebe in meine Planung, werde ich den nicht erreichen können. Ja, weil ich kann nicht negativ produzieren, ich werde keine Waren verschrotten. Auch daher kommt wieder dieser Maximalwert, den wir hier in der Berechnung haben. So. Jetzt gucken wir uns den nächsten Schritt mal an, diese nächste Planungsperiode. Hier ist jetzt ein Ziellagerbestand von 90 eingegeben. Also, manuell eingegeben wurden diese Planungswerte, das und das. Und wie wird daraus jetzt der Produktionsmenge berechnet? Die Produktionsmenge P2, also zu unserem Planungszeitpunkt 2, ergibt sich aus dem Absatz plus den Ziellagerbestand minus dem Lagerbestand der Vorperiode. Also wir haben 186 Stück, das ist unser Absatz. Dazu kommt unser Ziellagerbestand, das sind 90 Stück. Und davon subtrahieren wir den Lagerbestand am Ende der Vorperiode. Und damit kommen wir zu diesen 166. Das ist genau das, was hier berechnet wurde. Und so können wir jetzt die einzelnen Schritte, die einzelnen Planungsperioden weiter auch analysieren. Die Reichweite wird genau mit der Formel berechnet, die Sie schon gesehen haben. So. Und damit sind wir bei der letzten Planungsstrategie. Das ist die Zielreichweite. Wenn ich Zielreichweite plane, dann ist in diesem Fall eben der Absatz geplant. Und die Zielreichweite, also ich plane, wie lang ich mit meinem Lagerbestand meinen durchschnittlichen Absatz befriedigen kann. Also wie lange ich durchschnittlich meine Kunden noch beliefern könnte, wenn ich nicht mehr weiter produziere. Das wird hier beplant. Und auf dieser Basis wird dann eben die Produktion berechnet. Die Produktion ergibt sich dann einfach rückwärts, indem ich quasi aus meiner Zielreichweite, die ich geplant habe, den Ziellagerbestand berechne. Ja, die Zielreichweite ergibt sich aus dem Ziellagerbestand, indem ich die Formel umstelle. Also wir haben vorher gesehen, dass die Reichweite sich berechnet durchschnittlicher Absatz mal Lagerbestand. Und wenn ich das nach Lagerbestand auflöse, dann komme ich eben dazu mit der Zielreichweite. Und das kann ich dann jetzt in meine Produktionsformel einsetzen, die ich vorher verwendet habe. Und dann sehe ich, dass ich die Produktion zu einem Zeitpunkt aus dem Maximum der
des Absatzes plus des Ziellagerbestandes minus des Lagerbestandes der Vorperiode ergibt. Und das ist hier auch mal ein Beispiel durchgeführt. Ich schnappe mir wieder direkt diese Periode M2, weil die Periode 2, da ergibt sich nämlich schlussendlich eine Produktion. Also wir haben einen Lagerbestand aus der Vorperiode von 110 und haben eine Zielreichweite von 10 geplant. Wenn wir das jetzt einsetzen in die Formel, die wir gerade gesehen haben, dann haben wir hier die Absatzplanung mal die Umkehr des durchschnittlichen Verbrauchs mal unsere geplante Zielreichweite minus diese 110 Stück, die in der Vorperiode auf Lager sind. Und wenn man das ausrechnet, dann ist das Ergebnis diese 136 Stück, die man hier sieht. Und das sind genau die Werte, die hier auch berechnet wurden. Und wenn ich das habe, dann weiß ich auch, was mein Lagerbestand ist und kann daraus wieder die Reichweite berechnen. Ja, und die Reichweite sehen Sie hier. Wenn ich das habe, dann sehen Sie, dass die Reichweite 10 ist. Also das wurde geschafft, die geplante Zielreichweite zu erreichen. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Das sieht man an diesem Beispiel. Wenn der Lagerbestand höher ist, weil ich eben noch aus einer Vorperiode zu viel habe, dann erreiche ich die Zielreichweite gegebenenfalls auch nicht. So. Und an dieser Stelle würde ich für heute unterbrechen. Leider hat das mit diesem Livestream heute nicht wie geplant funktioniert. Nächste Woche werde ich Ihnen was zum Lesen zur Verfügung stellen. Da können Sie sich selbst noch ein paar Details zum Modul FI und CO anlesen. Übernächste Woche steigen wir dann heute an diesem Punkt, wo ich heute aufgehört habe, wieder ein und werden uns dann nochmal ein bisschen detaillierter zwei weitere Zeitprozesse angucken und ich denke, ich zeige Ihnen auch diese ganzen Planungsprozesse nochmal im System. Auf jeden Fall sollten Sie die Formeln kennen, auch im Hinblick auf eine Klausur, die Formeln kennen und die verschiedenen Planungsstrategien berechnen können. Das war's für heute. Hoffentlich nächstes Mal wieder mit weniger technischen Problemen und bis bald.